They say this is a big rich town, but I live in the poorest part. I know I'm on a dead end street in a city without a heart. So. Wir befinden uns hier gerade in Bangkok. Heute ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Besuch da. Ja, ein hoher Besuch, sag ich mal. Ein paar Comments zu Bangkok. Ja, Mann. Kok. Und wir werden heute auf jeden Fall uns ein bisschen Bangkok angucken, hier und da ein paar Tempel abchecken, den Big Buddha abchecken. Ja, und dann gehen wir noch auf den Floating Market und heute Abend, mal sehen, vielleicht hier und da eine Rooftop Bar. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. So, Friends, wir sind jetzt in Bangkok angekommen. Ich habe einen Kaffee geholt, die haben sich ein Frühstück geholt. Und jetzt warten wir auf unser Grab. Ich will dir eins, trink die Scheiße nicht. Warum? Weißt du warum? Weil ich gehe rein in den Laden, frage so meinen Bruder, ey, ist geil aus neben mir. Kann ich den trinken? Der so, ah, schmeckt mir persönlich nicht. Ich denke so, okay, gut, das ist Geschmackssache. Ne? Gehen zur Kasse, ich mache auf. Digga, da ist nichts drin, gar nichts. Das ist einfach grüner Tee ohne nichts. Also wir sind jetzt beim Floating Market angekommen, aber bis jetzt sehe ich noch kein Wasser. Aber ganz viel verrückte verschiedene Snacks. Ja, Mann. Lebendiger Fisch. Toter Fisch. Backfisch. Jungs, welches Boot sollen wir nehmen? Das da hinten, das hier, weil mein Favorit wäre das hier. So Jungs, wir haben uns jetzt ein privates Boot bestellt. Das ist der Jigo, der uns fährt. Zu fresh der Junge, zu fresh. Immer schön fit bleiben, Männers. Die Bootsfahrt war crazy. Mal schauen, was man sich hier so kaufen kann. Da hinten ist wieder eine richtige Party. Fühle ich auf jeden Fall gar nicht. Looking to finish right here. This is his technique. He loves this technique. He got it. It is all over. Was sagst du? Wie gefällt dir die Performance? Apache bleibt gleich. Der chillt echt wirklich unnormal seine Eier. Also der Markt war auf jeden Fall okay gewesen, war jetzt nichts krass Besonderes. Jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg in unserem privaten Boot. Traktor!
Friends. Wir haben uns jetzt den Floating Market angeguckt und jetzt die nächste Haltestelle ist Wat Phagnam. Das ist ein Tempel hier in Bangkok und wir schauen uns den Big Buddha an. Ich glaube, das ist der größte Buddha hier in Bangkok. Alex hat auf jeden Fall noch ein kleines Statement dazu abzugeben. Wir gucken uns um 3:22 Uhr. Okay, Friends, wir sind jetzt angekommen. Riesig. Jungs, guckt mal hinter mir. Das ist ein Tempel. Und direkt vor mir ist der Big Buddha mit Blick auf die Skyline. Crazy. I have mine. Jungs, ich habe zwar gerade überhaupt gar keine Energie mehr, weil ich den ganzen Tag noch gar nichts gegessen habe, aber hier ist ein weiterer Tempel. Jungs, ihr könnt nicht glauben, wie sehr mein Magen gerade leer ist, aber das Essen ist jetzt endlich angekommen. Traditionelles thailändisches Pad Thai. Ein weiterer Tag geht zu Ende, wir haben jetzt gegessen, hat auf jeden Fall Schmack und Fazio geschmeckt, war Bombe. Hinter mir ist ein Tuk-Tuk-Driver, der versucht mir was zu verkaufen, dass ich mit dem mitfahre, aber werde ich nicht. Genau, wir haben jetzt was gegessen, bin ein bisschen müde und ansonsten geht heute glaube ich nicht mehr viel. Das ist einfach grüner Tee ohne nix.